Zu meiner heutigen Freitalk-Sendung habe ich das vertraute Studio mit der guten Stube getauscht, denn dieses Bücherregal hier hinter mir passt hervorragend zu meinem Thema heute. Und damit erstmal willkommen, liebe Freunde, zu Freitalk. Mit einem Satz, lies mal wieder, möchte ich Sie zum Wochenende animieren, doch wieder mal ein Buch in die Hand zu nehmen und darin zu schmökern. Glauben Sie mir, das beruhigt ungemein in dieser hektischen Welt. Ja, und da wir Modelleisenbahner sind, muss es ja nicht unbedingt Brecht, Fontane, Kafka oder Kästner sein. Nein, es reicht schon zur Hobbywissenserweiterung. Wieder mal so eine tolle buddhistische Wortschöpfung. Also es reicht schon ein Fachbuch, wie das hier aus dem Transpress Verlag mit dem Titel Legendäre Loks und Züge aus 2 Jahrhunderten, welches ich Ihnen heute vorstellen und auch empfehlen möchte. In dieser aufwendig bebilderten Geschichte stellt Eisenbahnhistoriker und Fotograf Brian Solomon eine Auswahl der weltweit bedeutendsten Züge und Lokomotiven der letzten 2 Jahrhunderte vor. Von nordamerikanischen Dampf- und Dieselloks über die pfeilschnellen Hochgeschwindigkeitszüge Europas und Asiens bis hin zu hochmodernen elektrischen Güter- und Nahverkehrszügen. Solomon bietet Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der berühmtesten und technologisch fortschrittlichsten Trendsetter aus über 30 Ländern. Ja, und das Ganze auf 192 Seiten. Ich habe es mir mal angeschaut und möchte Ihnen eine kleine Auswahl daraus vorstellen. Und noch eins vornweg, der Autor hat im gesamten Buch die Abschnitte nach gemeinsamen Entwicklungsfäden verbunden. Und diese chronologische Gliederung hilft, die Entwicklung einzelner Loktypen zu erkennen und verdeutlicht, wie sie den Lokomotivbau auf der ganzen Welt beeinflusst haben. So, jetzt werde ich mal, ich habe mir ja auch schon ein paar, wie sagt man, Spickzettel gemacht, durchblättern und Ihnen das mal zeigen. Das Buch fängt an mit Amerika, mit dem Bau von Lokomotiven. Und wir erinnern uns ja auch, wenn man diese Typen sieht, mit diesen großen Kuhfänger dran und den großen Rädern. Also wer Westernfilme sieht, kennt diese Loks auf jeden Fall. Und wir wissen auch, dass die schon mal holzbeheizt waren. So, damit fängt es an. Und gleich weiter. Dann gibt es eine Lokomotive mit dem Namen Camelback. Das sind Lokomotiven, schwere Güterzuglokomotiven, die zum Transport vom abgebauten Anthrazit gebraucht wurden in Ostpennsylvania, bei den Kohlebahnen zum Beispiel. Oder die Consolidation hier, das sind also, Sie sehen auch hier anhand der Bilder, sind sehr viele Bilder dabei, neuzeitliche und auch historische Bilder. Zu den Consolidation wird gesagt, das heißt, Zusammenlegung und 1865 benötigte Alexander Mitchell als Chefmechaniker der Eisenbahngesellschaft Lebig. Oh, es ist etwas schwer zu sehen, ich habe meine Lesebrille nicht auf. Na, jedenfalls werden hier entsprechende Lokomotiven, und das sind die Vorstufen übrigens zu diesen Verbundlokomotiven gewesen. So, was haben wir noch zu bieten? Gehen wir mal rasch weiter, denn das ganze Buch kann ich Ihnen jetzt beileibe nicht vorstellen. Ja, dann gibt es immer sehr interessante Überschriften, übrigens auch bei dem Buch. Sie sehen es also auch hier im Bild mit Gelb, und da steht dra: Kugelasseln und Windteiler. Das ist also auch nett gemeint. Und hier geht es um den Bau der ersten Triebwagen, wie die mal ausgesehen haben. Und ganz besonders hat es mir einer ins Gesicht gestoßen. Gucken Sie sich das mal an, dieses Foto dazu. Es ist ein unglaublicher, hat so ein bisschen was zwischen Straßenbahn und ja,
Eisenbahn, denn dieser Triebwagen mit Holzaufbau gehörte einst zur Lancaster, Oxford und Southern und wurde im Jahre 1950 vom Sanders Maschinenshop hergestellt. Mittlerweile umgebaut zum Dieseltriebwagen, überlebte auf der Strasburg Railroad in Pennsylvania. Also das ist jetzt ein restauriertes Fahrzeug. Aber die hat es ja auch mal im Original gegeben. So, nun blättern wir mal flugs etwas weiter. Ja, dann kommen wir langsam zu den Stromlinienlokomotiven. Das ist eine Lokomotive, wie sie hier beschrieben steht, vom Typ 12, der SNCF. Nee, der SNCB, Entschuldigung. Und sie steht im belgischen Museum Trainwold in Brüssel und ist ja auch anspruchsvoll in Szene gesetzt. Das sind also ebenfalls Lokomotiven, die in früheren Zeiten unterwegs waren. Kann ich schnell noch ein Datum erhaschen? 1939. Ja, und dann kommen wir zu Vertretern dieser Lokomotiven, dieser F-Type. Das sind also ebenfalls Maschinen, die in Amerika gelaufen sind. Und sie erinnern so ein bisschen an das, was ich Ihnen vorige Woche vorgestellt habe, an die NOHABs. Ja, und hier darf ich wieder einen absoluten NOHAB-Kenner und Fan zitieren. Er hatte gesagt, das sind die Urgroßväter der NOHABs. So, das wäre damit also auch getan. Und so geht das in diesem Buch weiter. Natürlich dürfen auch solche Exoten nicht fehlen, wie die sowjetische bzw. russische Eisenbahn. Da ist also beschrieben, wann die ersten Loks gebaut wurden, die ersten E-Loks gekommen sind und dass sie alle mit der Typenbezeichnung VL bzw. WL, denn das große B ist ja ein W im Russischen, und WL heißt, ist das abgekürzte Kürzel von Wladimir Lenin. Es wurden also damals zu Lenin Ehren, als er die Elektrifizierung des Landes angestoßen hat und die ersten Elektrolokomotiven gebaut wurden, wurden die Typreihen entsprechend mit WL bezeichnet. Ich halte hier nochmal das Bild von weiteren Lokomotiven aus verschiedenen Regionen ins Bild. Was natürlich auch nicht fehlen darf, jetzt habe ich, glaube ich, was unterblättert. Moment, ich muss noch mal schauen. Ja, dann haben wir noch mal was. Hier ist ebenfalls ein sehr komfortabler Triebwagen entstanden in den 50er, 60er Jahren und erinnert mich so ein bisschen an die Gummilippe. Das heißt also an die dänischen Intercity-Züge. Und interessant ist auch zu sehen, dass der Lokführer hier vorn drin, ich weiß nicht, ob man es jetzt so sehen kann, wie bei den Silberlingen in einem Hasenkasten untergebracht war. Also Sie sehen schon, es ist sehr reich an Fahrzeugen und auch sehr interessant, was in anderen Ländern gebaut wurde. Dann hier nochmal ein kleines Beispiel von dem Talgo, das kennen wir ja auch, diese spanischen Züge. Und da sind verschiedene Baustufen drin. Sehr interessant auch die holländischen Züge der Hondekops bzw. Apekops, also Hundeköpfe und Affenköpfe. Auch hier ist beschrieben, wie die zu den Namen gekommen sind, wo die unterwegs sind, gewesen sind, wer die gebaut hat. Also Sie sehen schon, es ist sehr interessant. Dann kommen wir natürlich weiter in Europa. Die Schweiz darf nicht fehlen mit der RE44 und RE66 auf der Gotthardbahn. Ich muss das jetzt mal versuchen, hier richtig reinzuhalten. Also wie gesagt, Sie unternehmen hier eine Zeit und eine Zeitreise rund um die Welt. Und natürlich dürfen auch deutsche Lokomotiven nicht fehlen. Aber hier vorher nochmal die Serie 0 des Shinkansen. Auch die sind natürlich in diesen Büchern vertreten und auch beschrieben, auch was die Entwicklungsgeschichte betrifft. Dann die Baureihe M62. Das durften zum Beispiel auch viele Eisenbahnfans jetzt sagen, oh, die ist doch, das ist doch die Trommel. Na, selbstverständlich, das ist die Tiger-Trommel. Ja, was haben wir noch? Ich blätter jetzt mal etwas schneller durch. Wir kommen auch zu den deutschen Lokomotiven. Und da sind die Bombardier-Lokomotiven, Trax-Lokomotiven beschrieben in der Entwicklung. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der europäische Schnellverkehr der Franzosen mit den TGVs. Auch die sind hier eindeutig beschrieben. Hier Bombardier-Trax, hier haben wir sie.
Also Sie finden in diesem Buch wirklich alles, was Rang und Namen hat und in dieser Lokomotivgeschichte auch eine Rolle gespielt hat. Ja, dieses Buch, 192 Seiten stark, mit dem Titel Legendäre Züge bzw. Loks und Züge aus zwei Jahrhunderten, ist hochinteressant, reichlich bebildert und auch sehr interessant beschrieben, sodass man an kühlen Abenden oder überhaupt jetzt, wenn man mal ein bisschen Ruhe haben will, einfach in so einem Buch schmökern kann. Denn Sie glauben ja gar nicht, wie angenehm Bücher riechen. So riecht kein Computer und kein Pad. In diesem Sinne, das war's für heute bei meiner freitäglichen Freitalk-Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Haben Sie ein schönes Wochenende. Und wie lautet immer der Spruch? Hoch die Hände, Wochenende. In dem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Tschüss, Ihr Frank Buttig.